Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der Union und von der SPD, kommen Sie aus dem Beton. Sehen Sie endlich mal ein, dass die Cannabispolitik in Deutschland gescheitert ist. Seit Jahrzehnten ist der Besitz von Cannabis strafbar, und trotzdem haben wir Millionen von Konsumenten. Und diese Konsumenten schicken Sie auf den, Sie auch, Sie schicken ihn auf den Schwarzmarkt. Und was passiert da? Da passieren drei schlimme Dinge. Erstens, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte werden damit beschäftigt. Über 100.000 Verfahren pro Jahr. Diese Ressourcen würde ich lieber ganz anders ausgeben, zum Beispiel zur Verfolgung von Einbrechern. Da wären Sie viel besser aufgehoben. Ich bin der Meinung, ich habe mehr Angst vor Einbrechern als davor, dass mein Nachbar kifft. Lassen Sie uns das ändern. Der zweite Punkt. Wir verzichten, der Staat verzichtet auf mindestens 1 Milliarde €. Der Schwarzmarkt macht viel. Nur eins macht er nicht, Steuern zahlen. Meine Damen und Herren, wenn wir den Staatsmarkt zumindest reduzieren, haben wir auch mehr Einnahmen als Staat. Und der dritte Punkt, das ist der wichtigste. Die Menschen, die Sie auf den Schwarzmarkt schicken, die schicken Sie dorthin, wo es unkontrollierte Qualität gibt, wo wir nicht wissen, wie viel THC da drin ist, wie viel nicht wissen, welche Beimengungen dabei sind. Ich verstehe es überhaupt nicht. Überall reden wir von Qualität. Nur hier schicken Sie die Menschen auf den Schwarzmarkt. Das passt, finde ich, überhaupt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Wir brauchen keinen Nutri-Score für Cannabis, aber eine gesicherte Qualität wäre doch schon erforderlich. Das, was Sie machen, ist weder christlich noch sozial. Das muss geändert werden, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir als FDP in eine goldene Brücke gebaut mit dem Antrag auf Modellprojekte. Sie wissen vielleicht, wir sind dafür, sofort kontrollierte Abgabe an Erwachsene durchzuführen. Aber um ihr eine Chance zu geben, haben wir gesagt, lassen Sie uns Modellprojekte machen. Wir sind bereit, unsere Auffassung der wissenschaftlichen Überprüfung zu unterwerfen. Machen Sie das auch. Die SPD hat ja nun schon ein bisschen vom Baum der Erkenntnis gelutscht und im Februar beschlossen, Sie wollen auch Modellprojekte. Gute Vorlage, Herr Heidenbut. Stimmen Sie unserem Antrag zu, dann können Sie den Fraktionsbeschluss direkt umsetzen. Vorschlag von mir. Es ist die letzte Chance für Sie und auch für die Union, noch halbwegs gesichtswahrend aus dieser Sackgasse herauszukommen, in der Sie stecken. Nun zu der Frage Ausweitung der Produktion. 3 Tonnen ungefähr dürfen pro Jahr in Deutschland hergestellt werden. Noch nicht, aber demnächst wird es kommen. Wir haben allein beim Medizinalcannabis ein Vielfaches des Verbrauchers. Deshalb fordern wir als FDP eine drastische Ausweitung der deutschen Produktion bis auf 100 Tonnen. Damit würden wir unseren eigenen Bedarf decken und noch Überschüsse haben. Den würden wir gerne exportieren. Cannabis made in Germany könnte ein neues Markenzeichen deutscher Wirtschaft sein. Wir würden den Menschen auf der Welt helfen und wir bei uns Arbeitsplätze schaffen. In der Corona-Krise wichtiger denn je. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Exportnation Deutschland für Cannabis ist eine gute Zukunftsperspektive. Meine Damen und Herren, Cannabispolitik verlangt Herz, verlangt aber auch Verstand. Und deshalb können wir den Anträgen der Linken und der Grünen nicht zustimmen. Die Linken machen sich sehr einfach. Sie machen keine kontrollierte Abgabe, also schlicht einfach eine Verringerung der Strafbarkeit. Das führt zu nichts anderem. Wer freut sich darüber? Der Schwarzmarkt. Das wollen wir nicht. Bei den Grünen ist es ein bisschen anders. Ihre Zielrichtung ist richtig. Aber ja, der Titel ist sehr ehrlich und verräterisch. Cannabis-Kontrollgesetz. Und prompt ist dieses Gesetz voller Regulierungen, die die ganze Sache behindert. Wir wollen nicht die ausgeufelten Berichtspflichten, die Sie einführen. Sie schrecken den Menschen ab, mit Cannabis zu handeln und Cannabis zu produzieren. Wir wollen es den Menschen einfach machen, das zu produzieren. Und wir halten es auch für falsch, das Verbot gentechnischer Herstellung. Wieso kann man Cannabis nicht auch gentechnisch herstellen? Kurz gesagt, meine Damen und Herren, wir wollen kein Cannabis-Kontrollgesetz, wir wollen ein Cannabis-Freiheitsgesetz. Und dafür werden wir uns einsetzen, meine Damen und Herren. Wir brauchen Drogenpolitik mit Herz und mit Verstand. Die FDP wird sich dafür einsetzen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank.